Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die Neuvertragsmieten in Berlin seit 2012 um fast 50% gestiegen sind, wenn die Bestandsmieten auch in vielen Bereichen für Durchschnittsverdiener oder Menschen mit einem geringen Einkommen nicht mehr leistbar sind, wenn teilweise Menschen mehr als 50% ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen und wenn selbst das Handelsblatt davon spricht, dass die Miete zunehmend zu einem Armutsrisiko wird, dann, meine Damen und Herren, dann ist der Mietenmarkt aus den Fugen geraten und dann muss die Politik eingreifen. Und deshalb setzt diese Koalition mit dem Mietendeckel hier ein klares Stoppsignal gegen die Mietpreisexplosion in dieser Stadt. Meine Damen und Herren, Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es darf kein Objekt der maßlosen Profitmaximierung sein. Und wir wollen, dass Wohnen für alle Menschen in dieser Stadt leistbar ist und bleibt. Und, meine Damen und Herren, wenn der Markt dieses menschliche Grundbedürfnis nicht befriedigt, dann muss die Politik eingreifen. Ich lasse keine Zwischenfrage heute zu. Ich wusste, dass von Ihrer Seite unqualifizierte Zwischenrufe kommen. Ich habe da nichts anderes erwartet, und das sind wir auch von Ihnen gewohnt. Und vielleicht zu dem Zwischenruf der DDR. Ich bin 1977 nach Berlin gekommen. Da gab es eine, nach West-Berlin, und da gab es eine Mietpreisbindung bis Mitte in die 80er Jahre. Und ich sage Ihnen, das war kein schlechtes Leben für die Mieterinnen und Mieter. Meine Damen und Herren, die Regulierung des Mietenmarktes wird jetzt von der Opposition als einen schwerwiegenden Eingriff und eine Attacke auf die soziale Marktwirtschaft kritisiert. Meine Damen und Herren, ich glaube, dem liegt ein elementares Missverständnis zugrunde. Soziale Marktwirtschaft heißt nicht das ungebremste freie Spiel der Marktkräfte, sondern soziale Marktwirtschaft hieß immer, dass der Markt Regeln gegeben werden und dass es eine politische Aufgabe ist, Rahmenbedingungen festzugeben, die den sozialen Ausgleich und nicht das freie Spiel der Marktkräfte gewährleisten. Und genau das tun wir mit diesem Mietendeckel. Und ich will an dieser Stelle, ich weiß, Sie haben es nicht so mit dem Grundgesetz, aber an dieser Stelle lassen Sie mich noch mal das Grundgesetz zitieren. Meine Damen und Herren, im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und dass das Immobilieneigentum in Berlin immer weniger diesem Wohnen der Allgemeinheit dient, sondern der individuellen Profitmaximierung, der Profitmaximierung für Aktionäre und Couponschneider. Dieser Verfassungsgrundsatz muss wieder zur Geltung gebracht werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, beschließen wir heute den Mietendeckel. Und dass der Wohnungsmarkt aus den Fugen geraten ist, sieht man auch daran, dass das verfügbare Haushaltseinkommen, die ortsübliche Vergleichsmiete, die Neuvertragsmieten und die Immobilienpreise sich immer weiter auseinanderentwickeln. Da hilft auch ein Blick in den IBB-Wohnungsmarktbericht. Da wird man feststellen, dass von 2013 bis 2017 das verfügbare Haushaltseinkommen um 8,3% gestiegen ist, die ortsübliche Vergleichsmiete um 15,3%, fast um das Doppelte, die Angebotsmieten um 24,5% und die Immobilienpreise um 50%. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine sozial extrem bedenkliche Entwicklung, sondern das ist auch eine wirtschaftlich hochgefährliche Entwicklung. Denn was bedeutet diese Entkopplung von Einkommen, von Mietpreisen und von Immobilienpreisen? Das heißt, dass hohe, überhöhte Immobilienpreise über die Miete refinanziert werden müssen. Wenn aber das verfügbare Haushaltseinkommen deutlich hinter der Steigerung
der Mietpreise und der Immobilienpreise zurückbleibt und diese Schere immer größer ist, wird irgendwann diese spekulative Entwicklung nicht mehr finanzierbar sein. Das ist hochgefährlich, weil das ist nichts anderes als ein Zeichen für Immobilienspekulation und eine Immobilienblase. Und nicht von ungefähr, meine Damen und Herren, hat der Finanzmarktstabilitätsbericht der Deutschen Bundesbank seit Jahren darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung auf den Immobilienmärkten, insbesondere in den Metropolen, hochgefährlich ist und dass eine Überbewertung, der Immobilienpreise in den Metropolen von 30% vorliegt. Das Empirica-Forschungsinstitut sagt sogar, in Berlin beträgt die Überbewertung 37%. Und das ist eine Entwicklung, der wir Einhalt gebieten müssen. Die Spekulation muss gebremst werden und es muss das klare Signal geben, es kann keine grenzenlose Mietpreissteigerung geben, es kann keine grenzenlose Verwertung geben und deshalb werden wir den Mietendeckel beschließen, meine Damen und Herren. Und jetzt gibt es die Horrorszenarien. Die Horrorszenarien, die in der Kampagne der letzten Wochen und Monate an die Wand gemalt worden sind. Wir würden die Immobilieneigentümer massenhaft in den Ruin treiben. Zunächst findet ja ein Einfrieren der Bestandsmieten statt. Wer will mir sagen, dass die Bestandsmieten gegenwärtig nicht auskömmlich sind? Ich glaube, das ist eine absurde Idee. Nach 9 Monaten treten die Mietobergrenzen in Kraft, die sich orientieren am Mietspiegel 2013 plus nochmal mit einer Indexierung. Und auch der Mietspiegel 2013 war ein Mietspiegel, der, sage ich mal, wo die Mietpreise nicht ins Bodenlose gesunken waren, sondern durchaus auskömmliche Mietpreise genommen worden sind. Und eine Absenkung tritt überhaupt erst in Kraft, wenn die Mietobergrenze um 20% überhöht ist. Also insofern lassen Sie Ihre Horrorszenarien stecken. Und für Härtefälle, und das macht durchaus sein, dass Menschen zu überhöhten Preisen ihre Immobilie gekauft haben und dann mit hohen Mieten kalkuliert haben, dass da in der einen oder anderen Fall wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten. Aber dafür haben wir die Härtefallregelung. Und ich sage an dieser Stelle auch, da möchte ich gerne noch mal das Bundesverfassungsgericht zitieren. Das sagt in seiner Entscheidung zur Mietpreisbremse, zitiere, auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts müssen Vermieter aber mit bis künftigen Gesetzesänderungen rechnen und können nicht auf den Fortbestand eines ihnen günstigen Rechtslage vertrauen und ihr Vertrauen, mit der Wohnung höchstmögliche Mietanknüpfe erzielen zu können, wird durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes nicht gedeckt. Meine Damen und Herren, so viel dazu. Und jetzt hat sich die CDU zur Untermauerung ihrer Horrorszenarien ein Gutachten schreiben lassen vom Institut der Wirtschaft aus Köln. Dieses gleiche Institut hat zum Thema der Mietpreisbremse, verabschiedet von der Koalition aus CDU und SPD, ebenfalls Stellungnahmen abgegeben. Und dort kann man nachlesen, genau die gleichen Horrorszenarien, die Sie für den Mietendeckel vorschlagen. Die Mietpreisbremse sollte zum Erliegen der Neubautätigkeit führen, zum Einbruch der Investitionen und alles Mögliche. Nichts davon ist passiert. Das gleiche Institut hat übrigens auch bei der Einführung des Mindestlohns den Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen prognostiziert. Nichts davon ist zitiert. Nichtsdestotrotz habe ich mir mit begrenztem Vergnügen die Mühe gemacht, dieses Gutachten mal zu lesen. Und deshalb möchte ich gerne 2 Punkte aus diesem Gutachten zum Besten geben. Das Gutachten sagt, ich zitiere, mit dem Mietendeckel verlieren die Mietpreise ihre Allokationsfunktion. Da fragt man sich, was heißt das? Wenn man weiterliest in diesem Gutachten, wird das erläutert. Das heißt nämlich, es wird ein Preissignal ausgesendet durch hohe Mieten, das den Menschen mitteilt, ihr könnt in bestimmten Bereichen in der Stadt die Miete nicht leisten. Deshalb ist es sinnvoll, seht euch um in der Peripherie oder
im Speckgürtel in Brandenburg. Das ist die Allokationsfunktion, die hier aufrechterhalten werden soll. Und ich sage, nein, meine Damen und Herren, das ist nicht das, was wir wollen, dieses Preissignal an die Menschen. Ihr habt in dieser Platzstadt keinen Platz, das wollen wir nicht. Wir wollen eine soziale Mischung innerhalb dieser Stadt. Wir wollen keine Banlieues, wohin die Menschen verdrängt werden, sondern wir wollen, dass alle Menschen in dieser Stadt einen Platz haben. Wir wollen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, eine erschwingliche Miete zu bekommen. Und wir wollen eine soziale Mischung, in der die Tochter der Alleinerziehenden zusammen mit der Tochter des Professors oder eines Geschäftsführers oder eines Investmentsbankers im gleichen Stadtquartier und in der gleichen Schule leben kann. Das ist die Perspektive, die wir für diese Stadt haben und nicht die Entmischung und die Segregation, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, und an dieser Stelle sage ich auch noch mal auch das Bundesverfassungsgericht will diese so schön genannte Allokationsfunktion nicht. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt in seinem Urteil zur Mietpreisbremse, ich zitiere, es liegt im öffentlichen Interesse der Verdrängung weniger leistungsfähiger Gruppen entgegenzuwirken. Und genau das, meine Damen und Herren, machen wir mit diesem Mietendeckel. Und dann sagt dieses Gutachten auch noch, naja, mit diesem Mietendeckel würde sich die Nachfrage nach Wohnungen erhöhen, weil sich das jetzt alle möglichen Leute leisten können. Und dann würden die Mieter sich diejenigen mit den höheren Einkommen und der besten Bonität aussuchen. Da frage ich mich, wo leben Sie denn? Wo leben Sie denn? Als ob die Mieter heute nicht gucken, wer leistungsfähig ist. Aber heute haben die Menschen überhaupt keine Möglichkeit, mit geringem oder durchschnittlichem Einkommen sich für bestimmte Wohnungen zu bewerben. Mit dem Mietendeckel haben sie wenigstens eine Chance. Und diese Chance wollen wir Ihnen eröffnen, meine Damen und Herren. Und jetzt heißt es, die Investitionssicherheit wird gefährdet und der Neubau wird in Gefahr gebracht. Jetzt sehen wir uns noch mal an, über welche Investitionen reden wir in Berlin. Weil wenn über Investitionen geredet wird, muss man auch mal unterscheiden. Gegenwärtig findet auf dem Berliner Immobilienmarkt vor allen Dingen ein reges Karussell von Verkauf und Kauf von Immobilien aus dem Bestand statt, mit der Zielsetzung, bei jedem Kauf und Verkauf eine höhere Rendite zu erzielen, mit der Spekulation auf einen höheren Mietpreis. Wenn Sie sich mal die Zahlen ansehen, 2009 bis 2018 gab es 139 Milliarden an Immobilienverkäufen in dieser Stadt und 16 Milliarden Investitionen in Neubau. Wir wollen dieses Verhältnis ändern. Wir wollen neue Rahmenbedingungen setzen, wo wir sagen, Neubau ist rentabel, Neubau wird gewünscht in dieser Stadt. Aber wir wollen dieses Mietkarussell, wir wollen die Spekulation auf Kauf und Verkauf und mit der Spekulation auf immer höhere Mieten. Das wollen wir beenden, meine Damen und Herren. Und das ist das Geschäftsmodell, das wir wollen. Und deshalb sagen wir, Neubau ist explizit ausgenommen. Meine Damen und Herren, mir ist auch klar, dass jede Regulierung in Märkten dazu führt, dass es Veränderungen gibt, dass sich die Akteure anpassen, dass es auch Ausweichreaktionen gibt. Es kann durchaus sein, dass jetzt verstärkt versucht wird, in Eigentumswohnungen, weil die nicht reguliert sind, zu investieren. Und dann sage ich an dieser Stelle, ja, darauf muss man intensiv achten und dann muss man auch die Umwandlung in Eigentumswohnungen entsprechend erschweren und regulieren. Wir haben dazu auch die rechtlichen Instrumente, die müssen genutzt werden. Ja, es geht darum, dass kein Mietraum vernichtet wird durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen. Und dafür steht diese Koalition auch, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, ich weise auch darauf hin, wenn das verfügbare Einkommen den Menschen in der Tasche bleibt und nicht in die Miete fließen muss, dann stärkt das auch die Kaufkraft in dieser Stadt. Und das ist wirtschaftlich positiv. Meine Damen und Herren, diese Koalition will, dass Berlin ein lebenswerter Ort bleibt, und zwar für alle, dass diese Stadt nicht Objekt der Kapitalverwertung und der Spekulation wird. Wir wollen keine Banlieues
Und wir wollen, um ein Wort der Kanzlerin abgewandelt aufzugreifen, wir wollen keine marktkonforme Stadt, sondern wir wollen eine Stadt, in der die Menschen gut und gerne leben und arbeiten können. Meine Damen und Herren, dafür steht diese Koalition. Dafür beschließen wir heute den Mietendeckel. Meine Damen und Herren, das war meine letzte Rede in diesem Haus. Ich weiß, einige freut es. Meiner Koalition möchte ich sagen, macht es gut und geht pfleglich mit dieser Koalition um, weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch in der Ära nach Merkel im Bund nur ein Zusammengehen von Sozialdemokraten, Grünen und Linken eine sozialökologische Reformpolitik ermöglicht. Und meine Damen und Herren, der Opposition, der demokratischen Opposition in diesem Haus möchte ich sagen, macht weiter so, dann besteht keine Gefahr. Und dem anderen Teil der Opposition habe ich nichts zu sagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.